was bisher so passiert ist. Super, der Hammer. Zeig's mir, dann bring ich's vielleicht auch. Ich sitze fest hier. Aber es ist mir egal, ob ich die Beste bin. Jede hier will doch die Beste sein. Ich bin aber nicht jede. Ich glaube, ich mag dich. Nein, ich weiß es. Es war nur kurzfristig, vergiss es einfach. Wer ist zuerst eingeknickt? Na, sie. Ja. Mom, wir beide wissen genau, dass dich an mir nur das Tanzen interessiert. Übrigens habe ich meine Tournee abgesagt. Du wirst als Externe auf die Schule gehen. Dann wohne ich zu Hause, bei euch? Wir lernen jetzt, eine normale Familie zu sein. Eigentlich, du Neue, haben wir uns bereits entschieden. Bisher war ich auf 17 Ballettschulen. 4 in London, 2 in Singapur und für einen schrecklichen Monat Privatunterricht im klassischen Ballett bei einem schwerhörigen Sadisten in Prag. Das Einzige, woran ich mich nie gewöhnen konnte, war, die Neue zu sein. Renee? Die Angst, links liegen gelassen zu werden. Gentlemen, wir haben einen Neuen hier. Ben Tickel. Das erste Jahr war eine Nummer zu klein für sein Können, also hat man ihn hochgestuft. Stellt euch in Paaren auf und jemand kümmert sich um Ben. Normalerweise hat man ungefähr 3 Sekunden Zeit, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Danke, Mr. Lieberman. Der Liebermeister. Eigentlich habe ich die Taktik, einen großen Auftritt hinzulegen. Auf die Art kann man sich wenigstens theoretisch seine Freunde selbst aussuchen. Und nicht die dich. Sicher tut's dir auch weh, tu nicht so. Ach, für dich ist es sicher auch ganz leicht. Da ich jetzt auf eine ganz normale Schule gehe, will ich nicht mehr auffallen. Ausnahmsweise möchte ich mal dazugehören. Ihr könnt sie haben. Nein. Schau sie dir an. Sie gehört todsicher zu euch. Lexi, Elki, ich warne euch. Kat, du gehst in Elkis Gruppe. So. Unsere nächste Aufgabe ist wirklich sehr aufregend. Wir wollen darin 2 Kunstformen einsetzen. Musik und Bewegung für eine dramatische Geschichte. Miss Fossey? Ja, Elki, ihr dürft aber natürlich auch Sprache verwenden. Nein, Lexi, notwendig ist das nicht. Lasst uns anfangen. Also, wir sind alle Boat People und kommen übers Meer nach Australien. Dazu setzen wir Goretzkys Symphonie der Klagelieder ein. Wie tanzen Boat People eigentlich? Trilby, ich finde es total krass, dass du alles nur negativ siehst. Ich sehe das bloß realistisch. Wir müssen auf dem Teppich bleiben. Du kannst nicht tanzen, ich kann nicht tanzen und Marissa und Darcy auch nicht. Wie sieht's bei dir aus, Neue? Kannst du tanzen? Ich habe eine Idee. Wir machen ein Stück über die Umweltzerstörung durch den Menschen. Und das nennen wir Gaias Rache. Das ist eine sehr gute Idee. Die Mädchenstunden sind ohne Cat echt langweilig. Kannst du mich nicht bei euch reinschmuggeln? Dann musst du dir erstmal etwas Pflaumen im Gesicht wachsen lassen. Habt ihr schon mal was vom 5. Rad am Wagen gehört? Ist das dein Ernst? Sie ist deine große Konkurrenz? Lass dich nicht täuschen von dem naiven Bauerntrampelgetue. Der beste Pas-de-Deux-Partner und der Assistent des Choreografen fahren auf sie ab. Im Grunde hat sie sich ihre Stellung erknutscht. Du bist witzig. Das sehe ich auch so. Was hast du denn so drauf? Ihr zwei! Steh jetzt oder raus! In die Mitte! Ich kann dir Chancen verschaffen. Nutzt den ganzen Raum aus und streckt das vordere Bein in die Luft. Ich will ein perfektes Bild sehen. Okay, und los.
Euer Ding mit dem Hip-Hop-Abend war so cool. Und schon bevor sie mich befördert haben, wusste ich, dass ich ins zweite Jahr gehöre. Ich meine, die im ersten sind nicht direkt unreif. Aber wie meine Mutter immer sagt, ich bin eine alte Seele. Eine alte Seele? Jetzt wir. 5, 6, 7, 8. Ben, das war gut eben. Danke, Rido. Und Ben klingt langweilig. Die meisten nennen mich den Benster. Ehrlich? Und hast du Kampfsport gemacht vor dem Tanzen? Nein. Warum? Ich kannte einen Asiaten in der Tanzschule in Newcastle. Der hat mit Taekwondo angefangen. Und du siehst ihm ähnlich. Ja, wir sehen alle gleich aus. Mann, das ist ja rassistisch. Gurken auf dem Sandwich ist ja voll schwul. Was? Ich nehme sie schon runter. Das meine ich ja, voll schwul. Das Allerneueste, unsere Abigail hat wohl eine Freundin. Hi. Tara, der Benster. Bist du schon immer so komisch gelaufen oder ist das durchs Ballett gekommen? Was? Ballettgirls, die sind so sensibel. Wie gehen denn normale Leute? Hacke Spitze. Und du eher Spitze Hacke. Ach, toll. Na, dann werde ich es mir mal abgewöhnen. Hey, wir brauchen noch einen Namen für unsere Gang. Die Unberührbaren. Ja, das ist gut. Das passt doch. Ach, entschuldigst du mich mal eine Sekunde? Wenn du mich wieder so schlecht hebst wie gestern, dann muss ich dir ein paar scheuern. Es ist schön, dich zu sehen, Abigail. Hm. Die gute Fee hat gesprochen. Mein Kind, du darfst auf den Ball. Guten Tag allerseits. Ich habe einige Änderungen beschlossen. Ihr tauscht die Partner. Sehr schön, Abigail. Du gehörst zu mir, Muckimann. Ja, komm. Au! Ist das wirklich nötig, Ben? Falls ich nicht schwitzen soll, verzichte auf Schokomuffins. Danke. Du schuldest mir was? Eine kleine Party auf meinem Zimmer. 7 Uhr. Und was macht die Schule, Kätzchen? Gibt's tolle Aktivitäten? Was, malen mit Fingerfarben? Das Beste ist wohl der Schauspielkurs. Wir machen da was mit Musik und Bewegung. Heißt das etwa Tanzen? Nein, es hat eigentlich gar nichts mit Tanzen zu tun. Ist doch toll, nicht? Ich hole uns noch ein paar Karotten. Und dann Golden Steps Teil 3? Falls ihr so gut ist wie Teil 1 und 2, bin ich dabei. Eigentlich bin ich ziemlich müde. Hey, das war doch keine Kritik. Sehen wir uns auch den dritten Teil an. Ich hab vergessen, wir haben um 8 Charaktertanz. Okay. Naja. Danke für die Party. War sehr schön. Freut mich. Hi, hier ist Kat. Hinterlasst eine Nachricht, ich rufe zurück. Kat? Ich höre nichts von dir. Lebst du mich nicht mehr? Hey, lieber Meister. Hey, gib mir mal deinen Arm. Okay. Also... Das ist die Einladung zu meiner Willkommen im zweiten Jahr-Party. Auf dem Aussichtshügel gleich nach dem Unterricht. Alle sind eingeladen. Der zweite Gastgeber bist du. Okay, danke. Rido, du auch. Interessant, du schmeißt für dich eine Willkommensparty? Ich bin einfach ein Alpha-Männchen. Ach, der blöde Stempel hat keine Farbe mehr. Echt schwul. Dann sehen wir uns, ja? Unbedingt. Kein Stempel, schade. Dann kann ich nicht hin. Nein, ihr müsst auch kommen. Nein, das finde ich gar nicht. Du hast gesagt, dass du kommst. Erst 9, wir sollten ihm eine Chance geben. Was hat er denn? Spinnt er? 7, 8. Wir sind Gletscher. Unser Eis schmilzt, wir weichen zurück. Holt alles aus euch heraus, Leute. Also, wir müssen bloß besser sein als Lexi und ihre Plastics. Und die haben gar nichts drauf. Bei Gaias Rache geht es darum, etwas aufzuzeigen. Jerry! Hier sind wir. Wer
ist das? Jerry Sherm. Sie choreografiert für die Werbung. Ist sogar ziemlich gut. Was ist? Du kennst ihren Namen und ihr Spezialfach. Wie kommt das? Was heißt hier nein? Tanz für uns, Mann. Würde ich ja, aber ich hab's sein gelassen. Weißt du, wir dachten, du seist wie Lexi, nur noch langweiliger. Aber du kannst uns helfen, sie zu besiegen. Weißt du doch nicht. Sie sagt, sie sei rausgeflogen. Bin ich auch. Ja, genau. Und deshalb tanze ich auch nicht mehr und choreografiere schon gar nicht. Aber wenn es euch um Hilfe geht, hätte ich sicher ein paar Kontakte. Au. Ach klar, keine Tinte. Ey, es geht bald los. Ihr müsst euch nicht mehr umziehen. Hey, hatte ich dir gesagt, dass ich unter Platzangst leide? Nein, noch nicht. Ja, so ist das. Das Problem hatte nichts mit Golden Steps 3 zu tun. Ich kriege nur in geschlossenen Räumen echt Zustände. Wie traurig für dich. Also, ich nehme an, du gehst nicht zu der Party von dem Neuen. Soll ich dir mal zeigen, was ich so lustig finde? Juhu! Oh, Karamakov. Seht ihr? Nur eine kurze Mail und boah, ich bin da. Zieht mal eure Ballettschuhe wieder an, ich habe eine Aufgabe für euch. Die Welt des Balletts und hier die wirkliche Welt. Hi. Können wir von euch tanzen lernen? Ich habe jetzt leider schon was vor. Warte. Nein, nein, das verbiete ich dir. Der Benzler hat alle aus dem zweiten Jahr eingeladen. Fällt wohl nicht auf, wenn du fehlst. Klar kannst du fehlen. Es gibt nur eine Regel. Wir dürfen für nichts bezahlen. Hilfe! Hilf mir doch! Meine Freundin wird ohnmächtig! Was? Meine Freundin wird ohnmächtig. Los, jetzt mach mit! Bitte, Hilfe! Das ist ein Notfall! Geht's ihr nicht gut? Meine Freundin Hermine hat super niedrigen Blutzucker. Jetzt ganz ruhig bleiben, Hermine Schatz. Der Mann wird uns helfen. Was braucht sie denn? Ich rufe einen Krankenwagen. Die Zeit haben wir nicht. Wenn sie nicht gleich was Süßes bekommt, kriegt sie einen Zuckerschock. Okay, ganz ruhig. Ich bin gleich wieder da. Aber nur Bio-Schokolade, ja? Schneller! Ich könnte dich töten. Schweiß auf der Stirn, Riesenpupillen, rasender Puls. Abby, du hattest doch einen Riesenspaß. So einen Schwachsinn habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und was jetzt? Komm mit. Versuch es. Ist ganz leicht. Ja, ganz leicht. Ja, so geht's. Ihr müsst beide Bewegungen in Einklang bringen. So. So. Vielleicht machen wir das brechende Eis einfach so. Ja, wow. Ein cooles Motiv. Finde ich gut. Und dann vielleicht fürs Schmelzen sowas. Ja. Und die Drehung. Wow. Das sollten wir öfter machen. Hi. Entschuldige mal, ist Anushka da? Keine Ahnung, sorry. Ist erst mein zweiter Tag. Ehrlich? Oh, das ist ja ungünstig. Meine Cousine Vanessa kommt aus L.A. Sie hat eine Premiere heute und Anushka hatte für uns ein Kleid. Sie ist doch nicht... Babe, ich muss dich zurückrufen. Ihre Cousine ist doch nicht Vanessa Hutchins, oder? Oh mein Gott, ich bin ein Riesenfan! Ja, die Wildcats! Ja, aber jetzt ist sie auch nur eine, die ein Kleid sucht, nicht Nessie? Hi! Okay, das geht schon, alles klar. Also mal sehen, was wir für dich haben. Democrat for the rhythm one time. We are rock the mic right, intense the flow. No negative actions, just positive motions. Do we go now? Keep it all on track. Nomadic is a journey. Don't shut me down now. Oh, I like to know it. You got the mad skills. Oh, I like to know it. You rock the mad thrills. Wir brauchen ein Taxi. Ah, ist gegen die Regel, weißt du nicht mehr? Alles muss gratis sein. Abby, was soll das? Hallo, mein Name ist Helga. Das ist meine Freundin Pia. Wir sind aus Schweden und wir haben uns sehr verlaufen. Also Kat hat eine neue Freundin. Findest du es auch merkwürdig?
Sie fehlt dir sehr, nicht? Ja. Geht uns doch allen so. Und fragst du dich manchmal, ob wir beide irgendwie vor allem durch Cat verbunden waren? Das klingt jetzt nicht sehr ballettmäßig, aber... Weißt du, wenn es um Freunde geht, habe ich keine Favoriten. Okay? Okay. Danke sehr. Adieu. Ciao, ciao. Komm schnell. Aber wir kommen endlich in den Rhythmus rein. Jetzt bewegen Sie sich zur Musik und das ist keine Pantomime zu Elkis Gedicht. Das hört sich ja nett an. Nett? Typisch. Würde ich damit an der Akademie auftreten, würdest du dich nicht einkriegen. Dann kämst du mit Fotografen an, die dich ablichten, wie du mich tanzen siehst. Hör mal, Kat, sei bitte nicht unvernünftig. Wir können nicht vorausahnen, was dir wichtig ist. Ihr sollt ja auch gar nichts ahnen, Dad. Ihr sollt nur euer Interesse zeigen. Danke. Nur wenn ich Interesse zeige, dann bin ich herablassend. Und wenn ich dich nicht groß lobe, die schlechteste Mutter der Welt. Na, wieso musst du auch die schlechteste sein oder die beste? Ich will nur, dass du ganz normal bist. Ich bin aber doch normal. Wir sitzen hier und machen was Gemeinsames als Familie. Das ist für mich der beste Weg, normal zu sein. Seht ihr, wie schön beide ins Plié gehen? Gut, Christian. Gut, und jetzt die anderen. Viel Glück mit dem Benster. Miss Rain, bitte entschuldigen Sie mich. Samuel, wo willst du denn hin? Ben. Benster, jetzt bleib doch mal hier. Nein. Entschuldige, ich bin neulich nicht bei dir aufgetaucht, da kam was dazwischen. Wenn du nicht konntest, hättest du es auch sagen können. Du sagst ja und kommst nicht. Du hast recht, war mein Fehler. Ich habe mich richtig angestrengt, mit euch befreundet zu sein. Das ist es ja, es war einfach viel zu viel. So bin ich eben. Das ist der Benster. Ich soll mich also verstellen, total anpassen? Total schwul ist das. Siehst du, darum geht es. Schwul heißt doch nicht krank, Ben. Du weißt nicht, was manche gerade durchmachen. Jemand könnte dabei sein, das auf die Reihe zu kriegen. Also rausfinden, wer er ist, und du ziehst das total ins Negative. Das ist echt nicht cool. Oh, ja klar, ich bin so ein Idiot. Miles Kelly, wie kann man so tief sinken? Da würdest du dich wundern. Ich danke euch. Irgendeine Geschichte war sicher darin verborgen. Elkis Gruppe, ihr seid dran. Süße, komme ich noch rechtzeitig? Sag bloß, das ist deine Mutter. Schlimmer, das ist ihre geklonte Version, programmiert, um mich zu demütigen. Ich wurde aufgehalten. Tötet mich sofort. Mein Mann hat Probe, ich bitte um Entschuldigung. Ach, es ist schön, wenn sich die Eltern engagieren. Normalerweise kommt keiner zur Präsentation, also? Grad. 17,5. 17,7. 18,2. 18. 18,6. 19 Grad. Hitze. Ansteigend. Gefahr. Weiter steigend. Schlafende Bürokratie. Ansteigend. Es bricht. Es bricht. Platsch. Die Eisdecke der Arktis. Eisberge brechen auseinander, treiben und treiben fort, schmelzen und treiben weiter fort. Die Eisbären brüllen, nehmen Abschied von der Menschheit. Das ist wohl
Das beste Musik- und Bewegungsstück jemals von irgendeiner meiner Klassen. Die Choreografie von dir war wirklich fabelhaft. Mom, lass das. Wieso? Es war überraschend gut. Ja, für eine Amateuraufführung ungeübter Tänzer, für eine Schulübung. Es gibt exzellente Tanzkurse in der Stadt. Mom, Schluss jetzt, lass es. Katrina, ich möchte nur herausfinden, was du willst. Bitte glaub mir. Ich weiß. Letztes Jahr, da habe ich das irgendwie abgehakt mit dem Ballett. Oder womöglich hat das Ballett mich abgehakt. Ich dachte nicht, dass es so wehtut, aber es ist so. Das wusste ich nicht. Es war ja auch meine Schuld. Und rückgängig machen will ich es auch nicht. Aber es wird mir wohl noch eine Zeit lang fehlen. Falls es dir hilft. Mir fehlt es auch. Und? Die zweite Runde? Nein. Das Kleid bringe ich zurück. Und empfehle dir, eine schlauere Verkäuferin einzustellen. Man soll mich ja nicht für eine Diebin halten. Oder so ein B-Pommy. Aber du hattest doch deinen Spaß, oder? Ja. Kommst du mit? Alles okay zwischen uns? Ja. Nur, dass du und Tara, ihr seid so eng miteinander. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ist klar. Ja, es ist schrecklich, auf jeden Fall, aber es ist doch toll. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie ich damit umgehe. Du hast gesagt, alles wäre cool zwischen uns. Ist es auch. Ich empfinde nicht mehr so wie letztes Jahr. Es ist weg. Aber es hat etwas bedeutet, das schon. Irgendwann werde ich auch klarkriegen, was es war. Weißt du? Ja. Los, weiter. Leute. Hey, seht mal. Ich habe euch Regenbogenmuffins gebacken. Als ich sagte, das ist so schwul, da wollte ich euch nicht verletzen. Okay. Moment, ich habe mich doof ausgedrückt. Es ist total cool, dass ihr beide... Ja. Ben, das mit den Muffins, das finde ich... Das Schlimmste an dem Rauswurf aus der Akademie war nicht, dass ich da nicht reingepasst habe. Also Christian. Entschuldigung. Nein, vielmehr wie gut ich zu den Leuten da gepasst habe. Meinen Freunden. Hallo. Hey, Kat. Ich weiß nicht, wie sich alles entwickelt auf meiner 18. Schule. Hey, bist du die letztes Jahr geflogen ist? Ich glaube, ich weiß noch nicht, wohin ich gehöre. Ja, genau die. Und du bist Ben? Nenn mich Benster. Gib dir nicht selbst einen Spitznamen. Die ist ja super. Ey, die sollte auch zu unserer Gang gehören. Ja. Darf ich mitmachen in eurer Gang? Aber ich weiß schon, zu wem ich passe. Vielleicht genügt das erstmal. Du bist aufgenommen. Hey, passt auf. Nein! Oh, da ist ja pink. Was bisher so passiert ist. Super, der Hammer. Zeig's mir, dann bring ich's vielleicht auch. Ich sitze fest hier. Aber es ist mir egal, ob ich die Beste bin. Jede hier will doch die Beste sein. Ich bin aber nicht jede. Ich glaube, ich mag dich. Nein, ich weiß es. Es war nur kurzfristig, vergiss es einfach. Wer ist zuerst eingeknickt? Na, sehr. Ja. Mom, wir beide wissen genau, dass dich an mir nur das Tanzen interessiert. Übrigens habe ich meine Tournee abgesagt. Du wirst als Externe auf die Schule gehen. Dann wohne ich zu Hause, bei euch? Wir lernen jetzt, eine normale Familie zu sein. Eigentlich, du Neue, haben wir uns bereits entschieden.
Bisher war ich auf 17 Ballettschulen. 4 in London, 2 in Singapur und für einen schrecklichen Monat Privatunterricht im klassischen Ballett bei einem schwerhörigen Sadisten in Prag. Das Einzige, woran ich mich nie gewöhnen konnte, war, die Neue zu sein. Renee? Die Angst, links liegen gelassen zu werden. Gentlemen, wir haben einen Neuen hier. Ben Tickel. Das erste Jahr war eine Nummer zu klein für sein Können, also hat man ihn hochgestuft. Stellt euch in Paaren auf und jemand kümmert sich um Ben. Normalerweise hat man ungefähr 3 Sekunden Zeit, um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Danke, Mr. Lieberman. Der Liebermeister. Eigentlich habe ich die Taktik, einen großen Auftritt hinzulegen. Auf die Art kann man sich wenigstens theoretisch seine Freunde selbst aussuchen. Und nicht die dich. Sicher tut's dir auch weh, tu nicht so. Ach, für dich ist es sicher auch ganz leicht. Da ich jetzt auf eine ganz normale Schule gehe, will ich nicht mehr auffallen. Ausnahmsweise möchte ich mal dazugehören. Ihr könnt sie haben. Nein, schau sie dir an. Sie gehört todsicher zu euch. Lexi, Elkie, ich warne euch. Kat, du gehst in Elkies Gruppe. So, unsere nächste Aufgabe ist wirklich sehr aufregend. Wir wollen darin 2 Kunstformen einsetzen. Musik und Bewegung für eine dramatische Geschichte. Miss Fossey? Ja, Elkie, ihr dürft aber natürlich auch Sprache verwenden. Nein, Lexi, notwendig ist das nicht. Lasst uns anfangen. Also, wir sind alle Boat People und kommen übers Meer nach Australien. Dazu setzen wir Goretzkys Symphonie der Klagelieder ein. Wie tanzen Boat People eigentlich? Trilby, ich finde es total krass, dass du alles nur negativ siehst. Ich sehe das bloß realistisch. Wir müssen auf dem Teppich bleiben. Du kannst nicht tanzen, ich kann nicht tanzen und Marissa und Darcy auch nicht. Wie sieht's bei dir aus, Neue? Kannst du tanzen? Ich habe eine Idee. Wir machen ein Stück über die Umweltzerstörung durch den Menschen. Und das nennen wir Gaias Rache. Das ist eine sehr gute Idee. Die Mädchenstunden sind ohne Kat echt langweilig. Kannst du mich nicht bei euch reinschmuggeln? Dann musst du dir erst mal etwas Pflaum im Gesicht wachsen lassen. Habt ihr schon mal was vom 5. Rad am Wagen gehört? Ist das denn ernst? Sie ist deine große Konkurrenz? Lass dich nicht täuschen von dem naiven Bauerntrampelgetue. Der beste Pas-de-Deux-Partner und der Assistent des Choreografen fahren auf sie ab. Im Grunde hat sie sich ihre Stellung erknutscht. Du bist witzig. Das sehe ich auch so. Was hast du denn so drauf? Ihr zwei! Still jetzt oder raus! In die Mitte! Ich kann dir Chancen verschaffen. Nutzt den ganzen Raum aus und streckt das vordere Bein in die Luft. Ich will ein perfektes Bild sehen. Okay, und los. Euer Ding mit dem Hip-Hop-Abend war so cool. Und schon bevor sie mich befördert haben, wusste ich, dass ich ins zweite Jahr gehöre. Ich meine, die im ersten sind nicht direkt unreif. Aber wie meine Mutter immer sagt, ich bin eine alte Seele. Eine alte Seele? Jetzt wir. 5, 6, 7, 8. Ben, das war gut eben. Danke, Rido. Und Ben klingt langweilig. Die meisten nennen mich den Benster. Ehrlich? Und hast du Kampfsport gemacht vor dem Tanzen? Nein. Warum? Ich kannte einen Asiaten in der Tanzschule in Newcastle. Der hat mit Taekwondo angefangen. Und du siehst ihm ähnlich. Ja, wir sehen alle gleich aus. Mann, das ist ja rassistisch. Gurken auf dem Sandwich ist ja voll schwul. Was? Ich nehme sie schon runter. Das meine ich ja, voll schwul. Das Allerneueste, unsere Abigail hat wohl eine Freundin. Hi. Tara, der Benster. Bist du schon immer so komisch gelaufen oder ist das durchs Ballett gekommen? Was? Ballettgirls, die sind so sensibel. Wie gehen denn normale Leute? Hacke Spitze. Und du eher Spitze Hacke. Toll. Na, dann werde ich es mir mal abgewöhnen. Hey, wir brauchen noch einen Namen für unsere Gang. Die Unberührbaren. Ja, das ist gut, das passt doch. Ach, entschuldigst du mich mal eine Sekunde?
Wenn du mich wieder so schlecht hebst wie gestern, dann muss ich dir ein paar scheuern. Es ist schön, dich zu sehen, Abigail. Die gute Fee hat gesprochen. Mein Kind, du darfst auf den Ball. Guten Tag allerseits. Ich habe einige Änderungen beschlossen. Ihr tauscht die Partner. Sehr schön, Abigail. Du gehörst zu mir.